So, wir sind jetzt wieder unterwegs, haben das schöne Stockholm verlassen und fahren jetzt gerade, beziehungsweise segeln, ganz gemütlich, durch den Stockholmer Schärengarten. Wir werden nicht den ganzen Schärengarten machen, das machen wir dann auf der Rückreise. Jetzt gucken wir, dass wir zu den Orlandinseln rüberkommen, morgen oder übermorgen. Und was wir hier ganz oft treffen und deswegen auch mal wieder sehr aufpassen müssen, kommt jetzt, glaube ich, gleich ins Bild gerutscht. Das passt so gar nicht in diese Idylle. Und der nächste ist da hinten am Horizont schon zu erkennen. Und das geht hier wie auf der Perlenschnur, eines nach dem nächsten. Hier sind die Schären noch sehr bewohnt. Aber ich denke, je weiter wir rauskommen von Stockholm weg, desto ruhiger wird es dann. Also wir fahren ganz schön dicht aneinander vorbei. Das ist jetzt der nächste. Das ist schon imposant. Aber es sind keine Leute drauf. Wir sehen zumindest niemanden winken. Entweder essen sie gerade oder sie schlafen oder sie haben keine Lust, sich das schöne Schärengewässer hier anzugucken. So große Wellen macht er nicht. Ist ja human. Weiter geht's Richtung Norden. Guten Morgen, es ist wieder mal früh am Tag. Wir haben wieder ein großes, diesmal wieder wirklich Seestück vor uns. Wir verlassen heute Schweden, um dann auf die Orlandinseln überzusetzen. Dort werden wir in Mariehamn in einen Hafen gehen und dann mal gucken, ob das stimmt, was in den Büchern steht. Mariehamn soll total schön sein. Wir werden sehen. So, wir schaukeln den Orlandinseln entgegen. Wir haben leider absolut keinen Wind. Von dieser so gefürchteten Orlandsee hat jeder gesagt, pass bloß auf, da kann auf einmal viel Wind entstehen und Kreuzseen und keine Ahnung. Das, was wir haben, sind viele Wellen. Aber ich nehme an, das sind die ganzen Dampferwellen, weil es kommt uns hier ein Kreuzfahrer und eine Fähre nach der nächsten entgegen und wir müssen wahnsinnig aufpassen. Auf unserem Track sieht man auch, dass wir ein paar Schlangenlinien gefahren sind, weil wir ausweichen mussten bzw. mal umkehren, eine Weile warten und so hat sich das hingezogen.